Ja, der gute alte Anzeigenhauptmeister. Ich weiß immer noch nie, ob das eine Kunstfigur ist oder ob das weg kann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Buxtehude, 3:11 Uhr, der Helm sitzt. Das ist schon in der fußgängerlosen Fußgängerzone. Man weiß, wenn der Helm sitzt, dann ist vorbei. Dann rastet er richtig aus. Der vom Dienst abgelaufene TÜV-Frikadellen auf. Das bleibt nicht ungeahndet. Das haben Sie so schnell gesehen? Ja, kennt man doch schon an der Farbe. Das Kennzeichen wäre schön, wenn Sie das gleich mal dreckig machen würden. Wenn irgendwann lesbar ist, kostet das. Die Polizei soll die Kennzeichen. Natürlich. Ja, müssen Sie jetzt noch nicht. Jetzt geht das noch, aber wenn es sauer wird, dann kostet das irgendwann auch mal 540.995 Euro. Tja, dafür muss ich lange arbeiten. Sehr lange. Ich habe jetzt ausgerechnet, das sind locker, ein Tag. Locker. Der parkt eine Fußgängerzone. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen, diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institutionen sind Sie? Das will ich selber nicht. Also will ich auch gerne wissen, woher ich komme. Ich weiß nur, ich komme aus meiner Mutti raus. Aber was davor alles vorgefallen ist und so, kann ich dir nie sagen. Das kann ich dir echt nie sagen. Also meine Spezies ist was ganz Besonderes. Das hat auch immer mein Arzt zu mir gesagt. Du bist was ganz, ganz Besonderes. Jetzt nimm mal deine ganz besonderen Tabletten für einen ganz besonderen Menschen. Und Stammbaumforschung. Ich komme vom Mars. Forschung zu einem Geschäft. Ich bin Privatperson, der deutsche Anzeiger. Meister. Bitte? Deutsche Anzeiger. Meister. Ja, super. Ja. Ja, super. Lesbar und Kennzeichen nicht fahren. Nicht halten, nicht parken, nicht draufhauen. Dann behalte ich es mir vor, unabhängig vom Kalenderdatum. Halt's mal, es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Dynamisch. Können Sie bitte ein Streifenhörnchen schicken? Hier gibt es Streitigkeiten mit einem Stealth-Parker, den ich halt als gespasst erfasst habe. Und der ist damit einverstanden, dass ich ihn angefasst habe. Und deutsche Anzeigenhausmeister. Hätte gerne die Polizei dazu. Dann kommt die Verstärkung. Aber wieso? Moin Kollegen, moin, hier bin ich Kollegen, wie geht's euch? Ich weiß, ihr seid gut gelaunt, wenn ihr mich immer seht. Kommt mal her, ich muss euch was sorgen. Knüppelt den Typen da nieder, einsperren am besten, ne, dass er nie wieder rauskommt. Sicherheitsverwahrung am besten. Der parkt hier seit zwei Minuten. Ist ja schon weit über der 5 Minuten Ausladezeit. Das geht so, ne. Der muss ins Gefängnis, das ist ein schwerkriminelles Schwein. Das Nikai macht Meldung. Hallo, Anzeigenhauptmeister. Also es geht um die Polizei da drüben. Dann gehen wir mal zu den Herrschaften hin. Unter dem wachsamen Blick des Arschgeigenhauptmeisters findet der Parkverstoß ein jähes Ende. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn er bei euch vorbeiläuft, ne, da gehen die Lichter aus, ne, hinter ihnen fackelt alles, ne, Weltuntergang. Einfach Weltuntergang, die Leute holen schnell ihre Kinder rein oder bringen sie raus, ne, je nachdem, also mal, ne. Also meine Eltern haben mich halt immer rausgestellt, ne, hier Sperrmüll, kennt ihr ja, so Sperrmüll, nehmt das bitte mit, oder hier ist geschenkt, ne, mich hat nie jemand mitgenommen. Also Fahrtrichtung links. Da gehen die Lichter aus, ne? Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es bald zu einer Überflutung von Anzeigenhauptmeistern geben wird, dass er das Zepter auch irgendwann abgeben wird. Ich habe schon in der App mal, also ich habe mal gelesen, dass auf der App, der ist ja noch nicht mal auf Platz 1 und das ist eine Frechheit. Was soll denn das? Da gibt's noch einen besseren. Also so, ja, unqualifiziert. Ey, da musst du dich noch ein bisschen anstrengen. Da musst du dich wirklich noch ein bisschen anstrengen. Ich hätte dich schon auf Platz 1 gesehen, aber so wird's nie mit deiner goldenen Platte. So kriegst du nie eine goldene Platte. Ne? Und ich hab echt Angst, dass er mal irgendwann zu uns in die Stadt kommt.
dann ist Apokalypse Now, ne? Dann ist Apokalypse Now. Oder RTL Now, wir wissen es nicht. Vielleicht auch beides. Vielleicht auch beides. Vielleicht wird das ja auch irgendwann alles aufgeklärt und der sagt, pass auf, ich habe euch alle verarscht. Ich bin nämlich der Bruder von Drachenlord und Drachenlord ist nämlich die Kunstfigur von Dieter Bohlen und Stefan Raab. Und Stefan Raab ist eigentlich der Sohn von Merkel. Das, ich hab da, und Jan Böhmermann ist wirklich in Wirklichkeit der Sohn von jedem. Ne? Der Jan Böhmermann hat ungefähr 80.000 Kinder, ne? Also hat er 80.000 Kinder, da könnte schon ein Stückchen DNA von Anzeigehauptmeister bei euch drin sein, ne? Oh, ich merk's gerade. Ich muss gerade irgendjemand anzeigen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt euch den Kanal wieder an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Wunschjump da und Job. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.